Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem brandneuen Video und mal wieder, oder was heißt mal wieder, endlich mal zu einem Art Stadion-Vlog. Bin jetzt eigentlich nicht so ein Riesenfan davon, haben es aber mal gemacht, als wir in Sevilla waren und dort die Luque Bacchio besucht haben. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, das war schon sehr, sehr cool, vor allem um so diese Erlebnisse, sich so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. In Deutschland würde ich es, glaube ich, nicht machen, aber Anton, mit dem haben wir in letzter Zeit viel gemacht, auch für den Podcast aufgenommen. Das heißt, der hat uns schon ein bisschen heiß drauf gemacht. Ob wir so cool hinkriegen wie er, glaube ich nicht. Aber wir sind gerade in Paris angekommen. Gucken uns heute Abend das Spiel Paris gegen Olympique Lyon an. Kommen natürlich gleich nochmal im Detail dazu. Aber das Zimmer ist noch belegt. Das heißt, wir gehen jetzt noch ein bisschen Bilder machen, haben noch einen anderen Vortrag oder Auftrag. Den zeige ich euch dann gleich. Also hier riecht es schon mal sehr gut nach Frühstück, ey. Was sagt ihr denn da so? Hier riecht es nach Frühstück. Das kommt mir mega komisch, weil das so macht. Ein bisschen zu orientieren bei den hohen Häusern, wo der Eiffelturm ist. Einfach mal kurz so als kleiner Überblick erstmal. Wir müssen nämlich nachher noch was Besonderes schuppen. Wir haben auch noch was Geheimes dabei, was noch gar nicht raus ist. Aber jetzt müssen wir ein bisschen orientieren. Wenn man nach oben filmt, noch sieht man ihn nirgends. Das reicht. Ich würde sagen Google Maps und dann mal Richtung Eiffelturm. Wetter ist noch ziemlich geil, bei uns hat es heute Morgen geschneit. Deswegen mache ich Glück und gucken mal, wo wir jetzt einen Eiffelturm finden. Ja, das müsste der sein, ne? Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Location. Ich war ja schon ein paar Mal hier, hatte auch mal so einen Werbedreh. Und da haben wir mit so Franzosen gedreht und die hatten so ein paar Insider-Infos, wo man zum Eiffelturm einen Blick haben kann, ohne dass so viele Leute sind. Da gab es auch ein paar coole Bilder, war auch ultra cool. Das ist, glaube ich, Leichtathletik, irgendwas hier ist. Ja, das heißt, ein bisschen Außenumlauf. Wir haben hier noch übrigens was in der Tasche, was es so noch nicht gibt. Da kommen gleich noch ein paar Infos dazu. Aber ich freue mich vor allem noch aufs Spiel. Wir haben das Mittag erst, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wetter macht eigentlich auch ganz gut mit, deswegen jetzt halt für Changing Lines noch ein bisschen shooten. Dann noch eine Art Spezialauftrag, kommen gleich ein paar Infos. Da bin ich ultra gespannt auf das Spiel nachher, weil Anton hat es da ultra heiß gemacht. Der hat ja schon alle Fans unterlebt und der hat gemeint, Paris wären so einer der krassen Fans. Deswegen habe ich da schon Bock drauf. Sevilla war von der Stimmung ultra krass. Gerade so neue Stadien zu sehen, ist immer ganz cool. Aber ich muss auch euch viel labern, dass wir ein paar Einblicke zeigen können. Aber ja, ich hoffe, wir finden einen Spot, dass wir dann da wieder Bilder machen können. Da vorne ist auch Sevilla. Ja, Herausforderung steht. Wir dürfen jetzt nicht zeigen, wo wir sind, weil wir haben heute noch die Ehre, bei Kylian Mbappé vorbeizuschauen. Spaß beiseite. Wir haben so eine ganz coole, ruhige Location jetzt gefunden. Wir machen ja noch Changing Lines Bilder. Das heißt, wenn der Fitcheck vor der Location. Das ist mein Liebling, so die aus der Kollektion, aus der ersten, mit diesem Wash Cray von diesem Fachbrin. Den shoot man noch, gibt nicht mehr so viel davon, deswegen wollen wir noch ein bisschen Content mitnehmen. Und dann, ja, drunter habe ich es auf jeden Fall an, den neuen Hoodie, neuen T-Shirt natürlich. Das neue T-Shirt so rum. Und vor allem Wellertechnik ist ultra geil. Vor allem, sowas finde ich halt ultra cool. So eine Dachgeschosswohnung, wo sind ja richtig geil ausgebaut. Und wir sind auch so ein bisschen in dieser reichen Gegend. Da sieht man auch ganz gut überall, sind so Fahrservice, Mercedes. Noch ist es ruhig, deswegen nutzen wir die Zeit und machen ein bisschen Content. Okay, jetzt ein rarer Moment. In Paris über die Straße laufen und es ist nichts los, ey. Das wird sich gleich ändern, weil da ist der Eiffelturm. Haben jetzt schon ein paar coole Bilder gemacht. Vom können wir vielleicht kurz noch nachstellen für den Vlog. Ich zeige das euch mal ganz kurz, wie anspruchsvoll diese Arbeit ist. Also man muss beachten, die Schrift ist hier auch beige. Und dann ist es wichtig anzuhalten, dann dieses Fragen aus dem Bild raus. Mittlerweile sitzt. Danke. Also wir haben jetzt hier einen ganz coolen Spot gefunden. Coolen Stil zum Eiffeltower. Zum Eiffelturm. Aber jetzt werde ich mal kurz zeigen. Wir haben hier eine Tasche. Oh, wer darf ich sehen? Ich verdeck's noch ein bisschen. Wir haben nämlich hier drin noch die Nike EM-Schuhe. Das heißt, wir müssen jetzt gleich kurz abwarten, bis es keiner hier sieht. Das ist nämlich gerade mal ein ganz guter, ruhiger Spot. Das heißt, wir shooten jetzt schon die EM-Schuhe für Nike. Die sehen sehr, sehr geil aus. Ich würde euch gerne was zeigen. Darf ich natürlich nicht. Aber ich glaube, so in diese Richtung noch mal kurz zeigen. Wenn die Schuhe gleich so hält. Ich glaube, sieht das sehr geil aus, vor allem ich das gucken lassen, man sieht, aber es sind immer kurz so Strömen, wenn die Ampel rot ist, dann sieht es keiner und dann shooten wir es kurz ab. Gut, die haben wir jetzt eigentlich auch schon mal ganz gut, das heißt, es kommt Shirt dran, ist jetzt sehr, sehr cold, aber
So, dann machen wir kurz noch einen Fit-Check, oder? Also wir sind gerade bei einem Spot angekommen, wo ich damals diesen Werbedreh hatte für FIFA. Ich kann euch mal kurz den View zeigen. Okay, das sieht original nichts. Also da morgens schon um 5 oder so hierher gekommen. Sonnenaufgang, das war richtig geil. Vor allem, ich habe den Take gerade eben schon mal gefilmt. Aber dann habe ich diese Hütchenspieler gefilmt und dann kam der direkt zu mir und hat gemeint, das musst du löschen, verboten alles, weil das ist ja illegal hier. Die Leute werden immer noch abgezockt und dann darfst du aber nicht filmen, weil die Gesichter, wenn die erkannt werden, ist illegal. Aber es war schon krass, da wollte dann auch mein Ordner rein, so letzt gelöscht und so, aber ja, deswegen Take nochmal. Okay, jetzt der View auf den Eiffel Tower. Eiffel Tower sage ich die ganze Zeit, auf den Eiffelturm. Ja, hat schon was. Sind jetzt insgesamt stundenlang gefahren, ein Vermögen ausgegeben, um jetzt hier zum Louvre zu kommen, um Bilder zu machen. Das ist ja mal völlig überlaufen. Ich zoome da mal ein bisschen ran. Da hinten, Alter. Komm, ich verstehe diesen Hype um Mona Lisa jetzt mal überhaupt nicht. Dann geht man da rein, steht stundenlang an und dann hat er mal irgendjemand sagen müssen, das Gemälde ist so wichtig, dass jeder sagt, alles klar, ja, ist echt wichtig. Ist auch viel schönere. Gibt es keine. Die Meinung, die scheiden sich hier. Also es hieß gerade, wir sind gerade im Hotel, Zimmer ist frei. Und jetzt hieß es, es gibt free Snacks. Ich zeige euch mal kurz die Snacks. Oh, Alter, die waren früher so legendär, diese Spiegeleier. Ja, Snacks sind da. Alright. Letztes Mal in Paris. Ein Hotel so groß wie hier jetzt, bei meinem Zimmer. Also ich hoffe auf mehr. Nein, ich hab schon mal die Kreditkarte. Dann lag schon dazu. Das war's schon, mehr geht nicht. Das war's. Ja, das sieht voll gut aus. Kommt mal rein. Reinspaziert? Ja, meine Frage. Mal kurz ins das Badezimmer angucken. Jetzt muss sie eigentlich hier drin sein, oder? Ist es im Schrank? Boah, hier, Marmor, feinstes Marmor. Weißes Marmor, boah, stinkt's hier drin. Boah, und was geht hier? Da geht's nochmal eine Tür weiter. Oh, Sicherheitssystem, doppelte Tür fürs Klo. Es gibt echt zwei Türen fürs Klo. Ich kann euch auch mal kurz noch die Tickets zeigen. Mal schauen, wo genau wir sitzen. Ah. So, das sind die Tickets. Mach ich ein bisschen ins Licht. Rang 9, Platz 54. Mal gespannt, wo das nachher sein wird. Ob man da eine gute Sicht hat. Jetzt heißt es aber erstmal kurz Handy laden, nochmal Kaffee trinken, vielleicht mal ein Croissant essen für den Vlog. Und dann heute Abend erst um 21 Uhr. Jetzt schon müde. Ja, jetzt bin ich echt schon müde. Aber vielleicht hilft das Croissant. Croissant? Bevor wir jetzt in die Stadt gehen, ich habe noch ein Sample von der kommenden Kollektion von Changing Lines dabei. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Bisher, wie gesagt, noch ein Sample. Das wird dann hier so ein bisschen mit einer roten Schrift sein. Finde ich richtig cool. Vielleicht ein ganz bisschen vom Backprint. Ja, das reicht schon mal. Das wird richtig geil. Für mich bisher das coolste T-Shirt, was wir gemacht haben. Da freue ich mich mega drauf. Stoff wird noch ein bisschen warmweißer, ist ein bisschen kalt noch. Und auch von der Dicke wird es nochmal deutlich mehr sein, auch fast doppelter eigentlich, dass es nicht durchsichtig ist, sondern richtig schön heavy und cool sitzt. Ein bisschen kürzer wird es auch noch, dass es im Sommer ein bisschen cropped ist, also da freue ich mich ultra drauf. Das shooten wir vielleicht jetzt noch, aber es ist natürlich ein bisschen frisch bei dem Wetter. Also Leute, der Gang zum Stadion, das sieht schon sehr geil aus. Also wir sind jetzt gerade mit dem Taxi hierher gefahren. Der Taxifahrer war schon sehr cool, hat auch gemeint, ja hier Berlin, Bundesliga und so weiter. Wir sind jetzt gerade am Stadion angekommen und wir wurden schon ein paar Mal gewarnt hier, Pickpocker und so weiter. Und dass die Stimmung ziemlich hitzig sein soll. Aber Champions League hat der PSG jetzt gerade vor kurzem gegen Barcelona gewonnen. Das heißt, die Stimmung, denke ich, wird gut sein. Und geil wäre natürlich jetzt, wenn noch Neymar, wir können ein bisschen weiterlaufen, wenn Neymar natürlich noch da wäre. Messi gar nicht so krass, sondern ich wäre eher wegen Neymar. Aber ja, schon mal in Paris, wo wir ihn treffen durften, das war schon sehr cool. Aber wie die Fans gleich drauf sind, ich bin gespannt. Anton hat uns heiß gemacht. Wir müssen natürlich unsere Plätze in Ruhe suchen, vielleicht ein bisschen die Fans noch mit aufnehmen, ohne dass man zu sehr Gesichter zeigt, weil ja, das wäre mir ein bisschen unangenehm. Ich habe da Respekt vor Anton, dass er das die ganze Zeit so durchzieht.
Aber jetzt erstmal ganz entspannten Start und dann mal gucken, was der letzte wir haben. Wer das sieht gut aus. Ich bin schon hyped und na, tippen müssen wir natürlich auch noch. Es ist jetzt eigentlich noch 2 Stunden bis zum Spiel, oder? Ja. Und die Schlangen sind ultra lang. Boah, da vorne kommt man gar nicht mehr durch. Ich bin mal gespannt, ey. Ach scheiße, wahrscheinlich haben die so Regelungen, dass man ab einer gewissen Uhrzeit erst rein darf und deswegen staut sich jetzt. Ja, ich hoffe mal, dass bei uns nicht so viel los ist, weil das ist ja krass. Die stehen sich ja alle an. Junge, 2 Stunden vorm Spiel. Der Eingang sieht schon sehr, sehr krass aus. Hier steht Zona 103, da müssen wir gleich rein. Okay, noch kein View ins Stadion. Die Plätze sind sehr, sehr geil. Okay, ich zeig's dir jetzt einfach mal kommen. Das heißt, nahe gibt es hier auch noch eine Choreo, überall hier verteilt. Ich war sehr gespannt. Aber da hinten sind überall so Fahnen. Und die Sicht ist schon, auch im Wetter, ultra heftig. Aber man kann auch sehen, dass es hier so ein ziemlich flacher Rang ist im Vergleich zur Bundesliga. Das heißt, ein bisschen weiter weg, aber wir haben ultra den geilen Flug gleich. Es ist so früh im Stadion, dass sie jetzt erst ankommen, also noch ein bisschen später kommen können. Ja, hier stimmt, Tipps müssen wir noch abgeben. Wenn man vorne mal guckt, Lyon aktuell auf 8, Paris logischerweise auf 1, 10 Punkte Vorsprung. Ich tippe jetzt einfach mal 3-1, sage ich jetzt mal. Ich habe ein Tor kassiert, aber ich bin mal richtig gespannt, weil man merkt richtig, dass alle ein bisschen euphorisch sind, nachdem das jetzt im Champions League Halbfinale sind. Das geht dann auch bald los gegen Dortmund, da freue ich mich auch ultra drauf. Aber die Plätze sind schon sehr geil, vor allem wir sind ultra früh dran, die Spieler kamen jetzt gerade erst an. Langsam fühlt sich der Fanblock und da bin ich mal richtig gespannt. Wir haben auch das Problem, dass gerade Lyon-Auswärtsfans auch hier sitzen. Das heißt, der Fangzaun ist nicht allzu hoch. Bei dem einen oder anderen Auswärtsspiel ging es schon ein bisschen zur Sache, deswegen bin ich mal gespannt, ob was fliegt. Es ist ultra kalt, ich habe nachher nur noch 1 Grad, deswegen pfeift der Wind auch schon gut. Und ich versuche die ganze Zeit so viel zu filmen, wie es geht. Aber ich glaube, nachher, wenn das Spiel losgeht, dann will ich dann doch wieder ins Spiel gucken. Aber ich versuche schon, den einen oder anderen Augenblick einzufangen. Man merkt so, das ist so ein bisschen, als wenn man im Kino. Da laufen Leute durch mit Nachos, Popcorn, Cola. Da laufen auch so Leute rum mit so Schläuchen, wo sie dann Trinken auffüllen. Und irgendwie alles ein bisschen mehr auf Event. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber es zählt natürlich nach dem Spiel. Taxifahrer hat auch gemeint, hier geht es halt immer mehr ums Geld und so diesen Markencharakter. Und bisher merkt man das schon ein bisschen, muss man sagen. Also wir haben jetzt noch über 1 Stunde, deswegen machen wir jetzt für euch so einen kleinen kulinarischen Test. Das ist mein Bier, glaube ich, nur alkoholfrei, aber ist ja in Ordnung, sage ich jetzt mal. Aber es gibt hier alles mit Essen, das schauen wir uns mal an. Kino-Feeling vom Feinsten. Wie in Sevilla gibt es den Biergeschmackstest. Geruch schon mal vielversprechend. Von 10. Probieren wir ganz kurz hier. Käse-Pommes, alles ist wie im Kino hier. DJ vor der Tür. Oh, ja, kann was. Okay, es geht los. Mbappé wird geschont, also Mbappé spielt schon mal nicht, aber ist ja klar, zum einen wird geschont und zum anderen, die müssen halt anders planen jetzt. Aber trotzdem, die Mannschaft könnte vielleicht sogar noch besser dann sein. Warum, ich bin mal gespannt, wie sie es noch füllt, noch ist viel frei. Aber die werden auch langsam laut hier, also.
Spotting und zwar, wir haben hier den Nike Tempo Legend 30 Jahre Jubiläum am Start. Stark. Vor mir stehen überall Leute am Schiebeln dran. Überall. Numéro 5 du capitaine Marcos Aguas Correa. Das muss groß sein, direkt vor der Kurve, Alter. Numéro 41, Cheney. Numéro 7, Chilean. Alter, Mann, das habe ich schon gefilmt, dann war Stopp gedrückt, ich Idiot. Tor direkt vor uns. Stimmung ist gerade noch gut, wir sind jetzt direkt bei 90 Minuten raus, wir sind ultra am Arsch mit dem ganzen Tag, aber war echt richtig cool. Die Fans waren eigentlich so, wie Anton gesagt hat, ich glaube Sevilla fand ich tatsächlich krasser, so von der Stimmung, weil da war eigentlich noch ein bisschen mehr Euphorie, aber ich muss sagen, da formt sich schon ein Team und vor allem Vitinha, ich habe nie gedacht, dass das so krass ist, aber wenn man den beobachtet hat, den Radius, unglaublich. Mbappé halt leider nicht eingewechselt, aber ich glaube, das tut dem Team ganz gut, muss man ehrlich sagen. Überzeugt. Und jetzt mal gespannt, wie es dann im Champions League weitergeht. Hätten wir ein bisschen mehr filmen können, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz cool geworden.